Ja. Ja, dann darf ich alle Anwesenden herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Oberligaspiel des SC St. Tönis gegen den KFC Uerdingen vor 1568 Zuschauern. Endstand 2:2. Ich erkläre kurz das Prozedere der heutigen Pressekonferenz. Zunächst hat der Gast das Wort, dann der Heimtrainer und dann ist für die anwesenden Pressevertreter Zeit für Fragen. Und damit übergebe ich direkt an den sportlichen Leiter des KFC, Patrick Schneider, bitte. Ja, vielen Dank. Ja, erstmal Glückwunsch zum Punktgewinn. Ich denke, er ist absolut verdient. Wir haben es heute nicht geschafft, oder wir haben es eigentlich ganz gut ordentlich begonnen. In der ersten Halbzeit, wir sind in Führung gegangen, gegen den Elfmeter, den ich selbst so nicht gesehen habe, aber konnten dann den Rückschlag dann verkraften zum 1-1, konnten dann das 2-1 machen, auch nach dem Standard und sind da eigentlich gut in die Pause gegangen, mit einer Führung in die Pause gegangen und es ist zurzeit ein bisschen so eine Blaupause, die wir auf jedes Spiel legen können, denn irgendwann hören wir auf nach Führung, die Spiele oder den Gegner zu bespielen, hören auf Fußball zu spielen und laden den Gegner quasi ein. Und das ist auch heute der Fall gewesen. Wir haben die Mannschaft oder den Gegner wieder stark gemacht und sie haben das auch dankbar angenommen und genutzt und dann auch zu Recht das 2-2 geschossen. Wir konnten dann auch unsere wenigen Kontersituationen nicht mehr klar ausspielen. Hatten da noch eine Riesenchance mit Shun Terada und Alex Lipinski. Wenn man eiskalt ist, dann macht man das Ding vielleicht und geht hier trotzdem mit dem Dreier nach Hause. Aber auch das konnten wir dann nicht mit der nötigen Qualität ausspielen. Und das ist sehr, sehr schade, weil wir dadurch viele, viele Punkte liegen lassen. Und wir müssen einfach dahin kommen, schneller, besseren Fußball zu spielen, als wir das zurzeit anbieten. Weil dann kriegen wir auch unsere Qualität auf den Platz. Wenn wir aber weiterhin so schlecht offensiv wie defensiv umschalten, dann wird es für uns schwer, Spiele zu gewinnen, wird es für den Gegner leichter, uns Punkte zu klauen. Und ja, dann müssen wir jetzt dran arbeiten. Nächste Woche kommt Velbert, haben wir eine gute Chance zu zeigen, dass wir das Rad auch wieder in die andere Richtung drehen können. Ja, ich wünsche St. Tönis viel Erfolg und den Punkt habt ihr wirklich verdient. Danke, Dr. Steiner. Dann übergebe ich das Wort an den Cheftrainer des SC St. Tönis, Alexander Tammitte. Ja, erstmal vielen Dank und ich nehme es schon mal vorneweg. Euch wünsche ich auch alles Gute für die kommenden Wochen. Redet so im Laufe der Woche auf Vorbereitung auf so ein Highlight-Spiel, redet man das immer klein und je näher das dann rückt, desto größer wird der Wahnsinn. Also das ist halt das, was für Uerdingen brutal schwierig macht. Die fahren überall hin. Ihr seht ja alleine, was hier los ist, nicht despektierlich gemeint, aber ich glaube, alleine wie viele Leute sich jetzt hier in dem Raum befinden, die haben wir halt sonst bei ganz normalen Heimspielen. Und das ist brutal, das ist was ganz Besonderes, das macht es für Uerdingen brutal schwierig. Und deshalb, das habe ich heute meiner Mannschaft auch vor dem Spiel gesagt, ich möchte, dass wir da mit ganz, ganz viel Respekt rangehen. Denn für den gegnerischen Verein ist es sicherlich nicht so einfach, irgendwo hinzufahren und wo die Erwartungshaltung im Umfeld eigentlich nur ist, wie hoch gewinnen sie heute. Generell, um ein bisschen inhaltlich zu werden, heute gibt es 4 Punkte, 3, die gut waren, einer, der katastrophal war. Der erste Punkt, der gut war, ist meine Mannschaft. Der zweite Punkt, der gut war der KFC Uerdingen. Der dritte Punkt, der gut war das komplette Team vom St. Tönis, die das hier heute so ermöglicht haben, dass wir zu Hause spielen konnten, vor so einer Kulisse mit den Gegebenheiten. Großes Dankeschön da. Leider Gottes gibt es noch einen vierten Punkt und das sind unsere Freunde, die drei, die eine Pfeife in der Hand haben, beziehungsweise der eine, der pfeifen darf und die anderen, die winken dürfen. Das ist halt einfach was, es ist brutal und das ist Woche für Woche so und da ist eigentlich auch egal, ob wir gewinnen, verlieren oder unentschieden spielen, was die Herren sich mittlerweile rausnehmen, wie despektierlich sie zumindest uns oft behandeln. Das ist Wahnsinn, letzte Woche hat jemand einen Ball weggeschossen, kommt der Schiedsrichter zum Justin und sagt, ja, du hast einen Ball weggeschossen. Nicht despektierlich. Ehrlich gemeint, Justin, aber so weit kann er gar nicht schießen. Der hat den Ball nicht weggeschossen. Der Schiedsrichter sagt, oh, tun sie ihm. Ja, aber irgendeinem muss ich eine gelbe Karte geben. Und heute, um jetzt wieder auf heute zu kommen, vor dem 1-2 gegen uns war es
definitiv kein Eckball, definitiv nicht. Und wie man das nicht sehen kann, das fällt mir schwer. Aber, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können, heute gab es in der Minute 30 circa eine Balleroberung von uns im Mittelfeld, wo jemand versucht hat, dann von der Mittellinie einen langen Schlag über den Udikwild rüber zu spielen. Und der Coach, der Linienrichter, der vor meiner Trainerbank war, 70 Meter diagonal den anderen Linienrichter, dass er mitlaufen soll, falls der Ball vor die Latte geht. Das heißt, was 70 Meter weiter passiert, das coacht er und sieht er. Was aber 3 Meter vor ihm passiert, dass es kein Eckball ist, sorry, aber da fallen mir irgendwelche Sachen aus der Buchse. Es fällt mir schwer. Wir brauchen sie, gar keine Frage. Ich glaube, das ist auch nichts, was Würling oder St. Tönis irgendwie regulieren kann. Aber wenn man dann mal versucht, mit denen vernünftig zu reden, dann haben sie halt eine gewisse Arroganz. Manchmal matchen sich ja auch Trainer oder sonst was. Da gibt man sich dann nachher die Hand. Bei den drei Herren ist es halt oftmals nicht so. Um wieder inhaltlich zu werden, das Einzige, wo ich ein bisschen intervenieren möchte, ist, dass ihr uns eingeladen habt, ins Spiel zurückzukommen. Das sehe ich ein bisschen anders, denn meine Mannschaft hat heute gebrannt wie eine Fackel. Wir wussten, dass wir immer in der Lage sind, ein Tor zu schießen. Das haben wir bis jetzt auch oft gezeigt. Wir haben hier heute wirklich von Nummer 1 bis Nummer 21, bis zur Nummer 21 wirklich alles aufs Parkett geworfen. Ja, und jetzt machen wir das, was halt nun mal jeder Gegner macht, der gegen Uerdingen spielt. Wir setzen uns hin, trinken ein Bierchen. Wir dürfen sogar heute noch den Punkt genießen. Und das ist halt das Bittere beim KFC Uerdingen. Sie spielen ja auf Samstag, selbst wenn sie da gewinnen, dann ist nicht der Fokus gerade darauf, auch mal locker zu lassen und ein Bierchen zu trinken, sondern ist der Fokus schon wieder das nächste Spiel, das nächste Spiel, das nächste Spiel. Das haben wir auch, aber ein bisschen dörflicher. Da freuen wir uns drauf, wünschen euch alles Gute und hoffe, dass wir den einen oder anderen von euch, von St. Tönis, am Mittwoch in Velbert sehen. Dankeschön. Ja, dann vielen Dank an Alexander Tamm. Jetzt ist die Zeit für die anwesenden Pressevertreter, Fragen an die beiden Trainer zu stellen. Gibt es welche? Dann bitte ein kurzes Handzeichen. André, mach mal weiter. Okay, dann sehe ich. Ich bin kein Pressevertreter, mich interessiert, warum ist der Schneider hier und der Vogt? Ja, das hat familiäre Gründe. Bei Alexander Vogt ist im familiären Umfeld was passiert und deswegen ist er aktuell nicht da. Ja, das bitten wir zu entschuldigen. Wenn es sonst keine weiteren Fragen gibt, bedanke ich Vertretern der Mannschaften für die Pressekonferenz, wünsche den Gästen Wilbraum noch einen schönen Abend und hoffentlich bis zum nächsten Oberligaspiel hier im SC St. Tönis. Dankeschön.